Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von MyWinBook. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie man in eine virtuelle Maschine das CD-Laufwerk oder ein Image einbindet. Dazu wählen wir erst die Maschine aus, die wir jetzt verändern möchten. Ich nehme jetzt mal Windows 7. Klicken wir auf Ändern. Und gehen dann auf Massenspeicher. Dann sehen wir hier IDE Controller. Da drücken wir dann auf Festplatte hinzufügen. Nicht auf Festplatte. Nein, wir machen einen Rechtsklick und klicken CD-Laufwerk hinzufügen. Dann machen wir kein Medium. Und jetzt haben wir schon ein CD-Laufwerk. Möchten wir ein Image einbinden, klicken wir auf CD-Laufwerk hinzufügen, Medium auswählen und dann sehen wir hier bereits, hier werden bestimmte Image-Dateien gefordert. Nun haben wir hier ein CD-Laufwerk eingebunden. Ich hoffe, ich habe Ihnen geholfen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich Sie bitten, mich zu abonnieren. Ciao, Ihr MyWinBook.